Catan, das Spiel, ist das Spiel des Jahres 1995 und wahrscheinlich der Spieleklassiker schlechthin. Catan gilt als das meistverkaufteste Spiel überhaupt und wird in diversen Sprachen angeboten. Neben dem Grundspiel gibt es noch einige Erweiterungen, die das Spiel noch vielfältiger machen. Die Spieler besiedeln jeweils die Insel Catan, müssen Siedlungen und Städte sowie Straßen errichten, wofür sie jeweils Rohstoffe abbauen müssen. Für Städte und Siedlungen sowie manche Entwicklungs- und Sonderkarten gibt es Siegpunkte. Es gewinnt am Ende des Spiels der Spieler, der als erster 10 Siegpunkte erreicht hat. Zur Spielvorbereitung muss zunächst der Spielplan zusammengesetzt werden. Die 6 Küstenteile, die den Rahmen bilden, sind jeweils mit kleinen Ziffern am Rand bedruckt, die verdeutlichen, wie die Teile jeweils zusammengesteckt werden. Die 19 sechseckigen Geländeplättchen mit unterschiedlichen Aufdrucken und Geländearten werden in diesen Rahmen nun eingefügt. Für Einsteiger empfiehlt sich die hier dargestellte Startaufstellung. Es kann allerdings auch eine von den Spielern selbst zusammengestellte Aufstellung gewählt werden. Im empfohlenen Anfängerspiel werden die Zahlenchips in dieser Formation ausgelegt. Auch sie können von erfahrenen Spielern in beliebiger Art und Weise angeordnet werden. Die Rohstoffkarten Lehm, Holz, Erz, Wolle und Getreide werden sortiert und in den mitgelieferten Kartenhaltern bereitgelegt. Die Entwicklungskarten mit der grau-weißen Rückseite werden gemischt und als verdeckter Stapel ebenfalls in den Kartenhalter gelegt. Jeder Spieler wählt eine Farbe und erhält alle Figuren in der entsprechenden Spielerfarbe. Insgesamt erhält jeder Spieler 4 Städte, 5 Siedlungen sowie 20 Straßen und eine Baukostentafel. Die Räuberfigur wird auf das zentrale Landschaftsfeld des Spielplans gestellt, also in die Wüste. Die 2 Würfel sowie die beiden Sonderkarten Größte Rittermacht und Längste Handelsstraße werden neben dem Spielplan bereitgelegt. Auf den Landschaftsplättchen können die Spieler jeweils die entsprechenden Rohstoffe, die durch die Karten symbolisiert werden, abbauen. Im Hügelland können sie Lehm abbauen, auf dem Feld Getreide, auf der Weide Wolle, im Gebirge Erz und im Wald Holz. In der Wüste in der Mitte gibt es keine Erträge. Um die jeweiligen Erträge der Landschaftsplättchen allerdings zu erhalten, müssen die Spieler mit einer Siedlung oder Stadt auf einer Kreuzung der entsprechenden Landschaftsplättchen stehen. Die Spieler starten das Spiel mit 2 Siedlungen und 2 Straßen. Bevor das Spiel wirklich beginnt, werden in der Gründungsphase nun die 2 Siedlungen und 2 Straßen, die die Spieler zu Beginn haben, auf dem Spielplan verteilt. In der Anfänger-Startaufstellung wird genau diese Formation empfohlen, da so jeder Spieler Zugang zu allen Rohstoffen hat. Wollen die Spieler die Startaufstellung selbst wählen, so wird reihum mit einem Würfel gewürfelt. Der Spieler mit der höchsten Augenzahl beginnt und darf als erster eine Siedlung und eine Straße angrenzend an diese Siedlung bauen. Danach folgen alle Spieler im Uhrzeigersinn. Hat der letzte Spieler seine erste Siedlung und erste Straße gebaut, so darf er gleich danach seine zweite Siedlung und zweite Straße ebenfalls bauen. Danach folgen die anderen Spieler wiederum gegen den Uhrzeigersinn. Somit haben alle Spieler ihre 2 Siedlungen und 2 Straßen verbaut. Die Siedlungen werden dabei jeweils auf den Kreuzungen zwischen mehreren Feldern gebaut. Sie können auch an der Küste, also an der Kreuzung zwischen 2 Feldern und dem Wasser gebaut werden. Die Siedlungen bieten Zugang zu allen angrenzenden Feldern. Siedlungen könnte der Spieler also Lehm im Hügelland, Erz im Gebirge und Holz im Wald abbauen. Zu Beginn erhalten die Spieler für die jeweils zuerst gesetzte Siedlung die Rohstoffe, die auf den Feldern angrenzend an die Siedlung jeweils abgebaut werden können. Der rote Spieler erhält für diese Siedlung, die er zuerst gesetzt hatte, beispielsweise ein Getreide sowie 2 Holz, da 2 Waldfelder an seine Siedlung angrenzen. Der weiße Spieler hier
erhält für diese Siedlung ein Getreide, ein Lehm und ein Holz, da diese angrenzend sind. Nun haben die Spieler ihr Startkapital beisammen und das Spiel kann beginnen. Der Startspieler beginnt und würfelt mit beiden Würfeln. Die gewürfelte Augenzahl ist analog zu den Ziffern, die auf den Landschaftsplättchen liegen, zu sehen. Bei der Zahl 5 erhalten beispielsweise alle Spieler, die angrenzend an eins der beiden Felder mit der 5 eine Siedlung unterhalten, die jeweiligen Rohstoffe. Der blaue Spieler hat in diesem Fall Glück gehabt und erhält ein Lehm für diese Siedlung sowie einmal Wolle für diese Siedlung. Der weiße Spieler erhält ebenfalls einmal Wolle. Alle anderen Spieler sind in dieser Runde leer ausgegangen. Nach dem Würfeln kann der aktive Spieler nun mit seinen Mitspielern handeln. Der Handel kann dabei völlig frei gestaltet werden. Es kann jedoch immer nur mit dem aktiven Spieler gehandelt werden. Der aktive Spieler kann außerdem jederzeit mit der Bank handeln. Die Bank wechselt allerdings nur 4:1. Das bedeutet, möchte der aktive Spieler beispielsweise einmal Wolle erwerben, so muss er dafür 4 gleiche Karten eines anderen Rohstoffs abgeben. Die Spieler können außerdem Seehandel betreiben. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Siedlung oder Stadt an einem Hafen. Häfen sind die mit Stegen gekennzeichneten Punkte an den Küsten, die jeweils mit verschiedenen Symbolen bzw. Werten, zum Beispiel 3:1, gekennzeichnet sind. Hier können die Spieler einen Wert von 3:1 mit der Bank tauschen. Das bedeutet, sie können beispielsweise 3 Holzkarten abgeben, um eine Getreidekarte zu bekommen. Es gibt außerdem spezialisierte Häfen. Hier beispielsweise können die Spieler 2 Wolle abgeben, um einen beliebigen anderen Rohstoff von der Bank zu bekommen. Als dritte mögliche Aktion können die Spieler außerdem eine Straße oder ein Gebäude errichten oder eine Entwicklungskarte kaufen. Die jeweiligen Baukosten sind auf den Übersichtskarten dargestellt. Zu beachten ist hier, dass Siedlungen oder Städte jeweils nur mit einem Abstand von 2 Ecken zur nächsten eigenen oder fremden Stadt gebaut werden dürfen. Es dürfte also beispielsweise keine Stadt hier entstehen, da diese zu nah an der orangenen und der blauen Stadt liegt. Die Stadt müsste mindestens auf diese Ecke oder weiter entfernt gesetzt werden. Voraussetzung für den Bau einer Siedlung an dieser Stelle ist allerdings, dass zuvor ebenfalls eine Straße dorthin gebaut worden ist. Zwischen 2 Landschaftsfeldern kann immer nur eine Straße, also die eines Spielers, liegen. Es dürfen nicht Straßen parallel gebaut werden. Ebenso dürfen auf den Kreuzungen jeweils nur eine Siedlung bzw. eine Stadt errichtet werden. Voraussetzung für den Bau einer Stadt ist im Übrigen, dass vorher dort eine Siedlung gestanden hatte. Die Siedlung wird also zur Stadt ausgebaut. Dafür müssen die hier dargestellten Baukosten bezahlt werden. Die Baukosten werden jeweils in den allgemeinen Vorrat der Bank zurückgelegt. Die Spieler können außerdem zu einem beliebigen Zeitpunkt ihres Spielzugs eine Entwicklungskarte spielen, sofern sie die in einer vorigen Runde erworben haben. Entwicklungskarten, die in derselben Runde gekauft werden, dürfen nicht sofort eingesetzt werden. Der Zug eines Spielers besteht also aus der Pflichtaktion Würfeln und danach aus den optionalen Möglichkeiten Handeln, Bauen bzw. dem Ausspielen einer Entwicklungskarte. Der rote Spieler ist in diesem Fall an der Reihe, hat nun gewürfelt, allerdings keine Rohstoffe in dieser Runde erhalten. Zum Bau einer Straße benötigt er ein weiteres Lehmkärtchen, das er nun versucht, mit dem blauen Spieler gegen eines seiner Holzkärtchen zu tauschen. Der blaue Spieler lässt sich in diesem Fall darauf ein, die Karten werden getauscht und der rote Spieler kann nun eine Straße errichten, indem er die 2 Karten in die Bank zurücklegt und die Straße nun an einem beliebigen Ort an eine Siedlung oder bestehende Straße anbaut. Der Spieler darf die Straße nicht in die Mitte beispielsweise zwischen 2 Städten oder Straßen bauen, ohne dass diese direkt miteinander verbunden sind. Der Spieler entscheidet sich in diesem Fall, die Straße hierhin zu bauen.
Er hätte nun die Möglichkeit, in der folgenden Runde beispielsweise hier eine neue Siedlung zu errichten oder die Straße weiter zu verlängern. Es können auch Abzweigungen beispielsweise so entstehen oder die Straßen können auf der anderen Seite einer Siedlung fortgesetzt werden. Ebenso können Straßen auch an der Küste errichtet werden. Nun hat der rote Spieler seinen Zug beendet und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe. Der blaue Spieler würfelt ebenfalls mit beiden Würfeln, in diesem Fall eine 10, und es erhalten wiederum alle Spieler, die an den entsprechenden Stellen eine Siedlung besitzen, die Rohstoffe. Das Spiel setzt sich so weiter im Uhrzeigersinn fort. Die Zahlenchips auf den Landschaftskärtchen sind im Übrigen in verschiedenen Größen dargestellt. Die Größen der aufgedruckten Ziffern symbolisieren die statistische Wahrscheinlichkeit, mit der die entsprechende Zahl gewürfelt wird. Die tendenziell am häufigsten erscheinenden Zahlen, also die 6 und die 8, sind in Rot gekennzeichnet. Eine Siedlung zur Stadt ausgebaut und es wird eine entsprechende Zahl eines der angrenzenden Plättchen gewürfelt, so erhält der Spieler nun statt einem 2 der entsprechenden Rohstoffe. Wird eine 8 gewürfelt, so erhält der Spieler beispielsweise hier 2 Holz. Wird eine 7 geworfen, so kann der aktive Spieler den Räuber, der zu Beginn in der Wüste in der Mitte steht, auf ein beliebiges Feld versetzen. Dieses Feld wird dann so lange blockiert, bis der Räuber erneut durch das Werfen einer 7 versetzt wird. Versetzt der blaue Spieler, der nun an der Reihe ist, beispielsweise den Räuber hierhin, so wird beim Würfeln einer 11 dieses Feld nicht berücksichtigt und der rote und der blaue Spieler erhalten keine Holzkärtchen. Beim Werfen einer 7 muss außerdem jeder Spieler überprüfen, wie viele Handkarten er bei sich hat. Hat er mehr als 7, so muss er die Hälfte davon in die Bank abgeben. Welche Karten das sind, kann er frei wählen. Hat er mehr als 7 Karten und eine ungerade Zahl, also beispielsweise 9, so darf die Hälfte abgerundet werden. Bei 9 Karten müsste der Spieler also 4 Karten abgeben. Hat der blaue Spieler nun die Räuberfigur auf dieses Feld versetzt, so darf er einem der Spieler, die eine Siedlung angrenzend an das Feld haben, nun eine beliebige Rohstoffkarte abnehmen. Dazu hält der betreffende Spieler alle seine Karten verdeckt vor dem aktiven Spieler aus. Dieser muss davon eine zufällig ziehen. Die Spieler versuchen nun also durch das Erhalten von Rohstoffen und das Ausbauen ihrer Straßen, Siedlungen und Städte weiter voranzukommen und Siegpunkte zu erhalten. Siegpunkte erhalten die Spieler für jede Siedlung einen und für jede Stadt 2 Siegpunkte. Die Spieler starten zu Beginn also bereits mit 2 Siegpunkten. Siegpunkte können die Spieler außerdem über die Fortschrittskarten erhalten. Die Fortschrittskarten gibt es in 3 Ausführungen. Es gibt zum einen die Siegpunktekarten, die den Spielern, nachdem sie diese Karte erworben haben, einen zusätzlichen Siegpunkt bringen. Die Karte legt der Spieler verdeckt vor sich ab, ohne sie seinen Mitspielern zu zeigen. Weitere Entwicklungskarten sind die Fortschrittskarten, die den jeweils aufgedruckten Vorteil bringen. Das Monopol beispielsweise berechtigt den aktiven Spieler dazu, alle Rohstoffkarten einer bestimmten Art von seinen Mitspielern einsammeln zu dürfen. Die Fortschrittskarten werden einmalig gespielt und abgehandelt. Die dritte Art der Entwicklungskarten sind die Ritterkarten. Mithilfe der Ritterkarten können die Spieler außer der Reihe die Räuberfigur auf ein beliebiges anderes Feld versetzen. Außerdem erhält der Spieler, der es schafft, zuerst 3 Ritterkarten vor sich liegen zu haben, die Sonderkarte Größte Rittermacht. Diese ist ebenfalls 2 Siegpunkte wert. Die Sonderkarte behält der Spieler so lange, bis ein anderer Spieler eine größere Anzahl an Ritterkarten gekauft hat. Die Karte inklusive der Siegpunkte kann also mehrfach den Besitzer wechseln. Die zweite Sonderkarte ist die längste Handelsstraße. Der Spieler, der es zuerst schafft, mindestens 5 Straßen in einer Reihe zu bauen, dabei werden Abzweigungen nicht mitgezählt, erhält diese Karte, die im Übrigen auch 2 Siegpunkte wert ist.
baut ein anderer Spieler eine längere Straße zusammenhängend, so erhält er die längste Handelsstraße von dem ersten Spieler inklusive der zwei Siegpunkte. Das Spiel setzt sich so lange fort, bis einer der Spieler insgesamt 10 Siegpunkte mithilfe von Siedlungen, Städten, Entwicklungskarten oder den Sonderkarten erreicht hat. Um zu gewinnen, muss der Spieler an der Reihe sein und in diesem Moment insgesamt 10 Siegpunkte besitzen.